Petra Matelowski hat alle Hände voll zu tun. Die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung koordiniert die Einsätze der ehrenamtlichen Wahlhelfer in Potsdam. Für die kommenden Wahlen Ende Mai werden noch Freiwillige gesucht. Heute bin ich den ganzen Tag unterwegs und verteile die 2000 Flyer, die wir haben drucken lassen zur Akquise der Wahlhelfer in der ganzen Stadt. Meist an öffentlichen Orten lege ich die aus, in der Hoffnung, dass sie von vielen Bürgern gefunden und gelesen werden. Eine breite Öffentlichkeit ansprechen, das ist in diesem Jahr besonders wichtig. Am 26. Mai finden gleichzeitig Kommunalen und Europawahlen statt. Allein für die Landeshauptstadt Potsdam werden insgesamt 1400 Wahlhelfer benötigt. Bis jetzt haben sich bei Petra Matelowski 800 Potsdamer freiwillig gemeldet. Der Wahlhelfer ist in erster Linie dafür verantwortlich, dass die Wahl ordentlich abläuft. Das heißt im Einzelnen, dass er darauf achtet, dass die Wahlurne nach Abgabe einer Stimme wieder verschlossen wird und dass das Wahlgeheimnis gewahrt wird nach abgeschlossener Wahl. Das heißt, ab 18 Uhr sind die Wahlhelfer dann dafür verantwortlich, dass die Stimmen ordnungsgemäß ausgezählt werden. Je nach Funktion erhalten Wahlhelfer zwischen 50 und 60 Euro als Erfrischungsgeld. Interessierte können sich telefonisch melden oder nutzen das Anmeldeformular unter potsdam.de.